Ja, klar, einmal Daumen runter wieder. Guten Morgen, wir beginnen den Tag mit einmal Daumen runter. Also, ich fand es gestern schön, ich fand es gestern toll. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Es war halt nicht so irgendwie irgendwas Partymäßiges. partymäßig oder so, ja, sondern es war einfach nur tatsächlich wirklich nur gedacht zu treffen, quatschen. Spielen. Und natürlich für die Kinder zum Spielen, waren ja auch Kinder dabei. Das war total gut, ja. Ich Echt hatte voll das gleiche toll. Was ein Alter. bisschen irritiert ist, dass die Qualität so schlecht ist vom Video. Ich werde mal gucken, warum das so ist. Ärgert mich natürlich jetzt. Was machst du denn da? Na, Mamas Teppich hier ab. Du, Mamas Teppich? Wieso sagst du das? Na, guck mal hier. Sind das ihre weißen Haare? Nee, das sind nicht ihre weißen Haare, das ist von ihrem Pullover. So schlimm ist er nur ohnehin mit ihr. Seid nicht enttäuscht, dass ich von dem Fan-Treffen tatsächlich jetzt nicht alles hochgeballert habe oder so komplett geschnitten habe. Nach Überlegung erschien mir das so tatsächlich am besten, das darzustellen, weil es sind nicht so viele Gespräche tatsächlich irgendwie zwischen den Leuten brauchbar darzustellen gewesen. Also deswegen dachte ich mir, da ist so eine Stimmungsszenerie, ist da vielleicht angebrachter gewesen. 21 Tage noch. Also bis zur Geburt, ne? Ganz schön jetzt, oh Mann, ja. Klar, es war schön gestern, wir sind natürlich aber auch froh, dann haben wir das schon mal abgehakt und es kam nichts dazwischen, also wie gesagt, weil es ist ja alles nah dran jetzt, auch mit der Geburt und so, und dann müssen wir halt schauen, dass wir das alles unter einen Hut kriegen, und das hat ja gestern ganz gut geklappt. Wolfgang hat gleich erstmal so eine Frau angeschnauzt. Ja, Wolfgang, der ist eine, also, der ist eine Marke. Ja, dann sind wir allerdings umgestiegen, sind bis Sackischen Markt gefahren und sind dann da auch in Sixties gegangen. Da wurde Wolfgang gleich erstmal von Zigeunern begrabbelt. Also eigentlich müsste man eine Kamera um Wolfgang drumherum haben, weil bei Wolfgang passiert am meisten. Da sind sie ihm an den Rucksack gegangen und wollten da ihm irgendwie was abziehen. Da war auf einmal verloren gegangen. Und dann stand da irgendwann wieder neben mir, Mann, Mann, die haben mich da fast ausgeraubt. Auf den musst du aufpassen, mehr als auf meine Kinder. Wie viele Minuten noch? Noch 9 Minuten. Mann, okay. So, jetzt geht's also los. Jetzt gehen wir auf die 10.000, aber ein 10.000er Treffen haben wir nicht. Ein 10.000er Treffen machen wir auf alle Fälle. Ja, man soll nicht 1111,
das lassen wir mal schön aus. Treffen wir uns jetzt nicht alle 10 Mal. Aber ein 10.000er Treffen machen wir wieder. Wobei. Und dann müssen wir das natürlich anders organisieren. Also dann muss das natürlich richtig organisiert werden. Weil naja, wenn das so viele. Das waren ja jetzt vielleicht 5 Leute, die kommen. Nee, ein bisschen mehr. Ja, wir waren schon. Van Rohling, der Bernd. Dann war dieser andere Typ, hab ich schon wieder vergessen, wer da mit dem Fahrrad. Kathleen mit ihrem Mann. Okay, das sehe ich jetzt mal nicht. Der Sepp war das. Egal, ja. Wir waren da noch. Achso, der Patrick, 6. Also das muss dann organisiert werden. 10.000er, ich meine, wenn schon eben, lass es 60 bis 100 Leute dann sein, dann kommen ja automatisch schon ein paar mehr, weil es einfach... Also bei 1.000 Leute kommen 1%. Genau. Ja. 1% der Leute kommen halt. Und bei 10.000 dann 1%? Ja, das sind 100. Und 100 Leute. Ja, überleg mal. Ja. Ja. Und 100 Leute kriegst du hier nicht unter einen Hut, sozusagen. Nee. Da muss man sich wirklich irgendwo in so einer Location treffen und. Da muss man sich, genau, muss man irgendwas mieten und irgendwas machen. Schauen wir mal. Wie wir das dann machen. Ja. Mir hat Spaß gemacht auf alle Fälle. Ich fand es richtig toll. Wir waren hier im Laden, wir waren im sind U-Bahn gefahren, wir sind ins Sixties gegangen, wir waren im Lustgarten an der Nationalgalerie vorbei marschiert. Wir haben, waren im Nikolaiviertel, wir waren am Roten Rathaus, am Fernsehturm und dann waren wir noch in der Eisdiele. Und so ganz zum Schluss waren die Kiddies noch ganz kurz auf dem Spielplatz, aber dann war auch schon wieder 18 Uhr oder was? Und dann mussten sie los wieder. Ja, viele haben ja auch einen langen Heimweg. Viele haben einen langen Heimweg, ganz genau, das darf man nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, dass man ne, irgendwie tagelang hier sich aufhält in Berlin. Es war nett von euch, dass ihr da gewesen seid, auf alle Fälle. Ich habe mich sehr gefreut, meine Familie hat sich sehr gefreut und ich hoffe auch für euch war es wirklich geil und hat Spaß gemacht und war cool. Wenn ihr Bock habt, kommt da einfach nochmal, wie gesagt, zum einfach so entweder oder eben dann beim nächsten Mal, wenn man sich trifft. Schauen wir mal. Ja, Frau. Jawohl. 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 Entschuldige mich dafür. Alles gut. Dass ich immer schreie. Weg, riesig, das ist halt kein Problem. Ja. Willst du was, Patrick? Das mache ich mir oben in meine Kammer stecken jetzt hin. Ja, ja. Dein YouTube-Abonnent gratuliert dir herzlich zu 1000 Abonnenten und wünscht dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und hier haben wir noch. Herzlichen Glückwunsch, Familie Müller und der Fahrradsalon zum Erreichen von 1000 Abonnenten. Patrick aus Wolfsburg. Und da hat er noch 10 Euro rangepackt. Aha. Natürlich, keiner muss uns irgendwie Geld hier geben. Es war einfach schön, dass ihr da wart. Über so eine Kleinigkeiten freut mich natürlich auch. Über eure Fanpakete freut mich natürlich, freut sich auch die Familie tierisch. Darüber, dass ihr einfach gut findet, was wir machen natürlich. Das ist ja klar, dass diese Arbeit, die man so investiert, diese Zeit, die man investiert, dass sie auch so wertgeschätzt wird in Form von ja, von eben positiver Resonanz. Das ist ganz wichtig. Okay, ich würde mal sagen, Patrick, das Teil kommt nach oben in meine Schnitterkammer. 1000 haben wir, 10.000 folgen demnächst, 100.000 kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen, 1 Million, das steht in den Sternen. Sagen wir mal so, ich bin nicht Influencer, ich gehe nicht viral. Das funktioniert einfach nicht. Dafür bin ich zu alt, nicht trendy genug. Was auch immer. Und Fahrradfahren fördert die Gesundheit. Das ist vielen auch nicht so recht. Deswegen ist das schon schwierig. Okay,
Dann sehen wir uns gleich mit dem ersten Auftrag, hoffe ich, wieder. Bis gleich. Hey, was ist das? Hat jemand was hingestellt für mich? Oh, fantastisch. Tada! Hast du so eine Angst? Nein, es ist ein Horrorfilm. Es ist so ein das ist total dramatisch, Digga. Guten Morgen wünsche ich euch. Na, jetzt kommt noch unsere Biene. Jetzt kommt der Kiezreporter. Ein Toter mehr als die Verletzte. Als nötig. Kriegsbus aus Berlin verunglückt. Komm mal ran hier, man hört dich ja nicht. Ach so, Entschuldigung. Kriegsbus aus Berlin verunglückt. Ein Toter. Mehr als 70 Verletzte, Fahrer in Sekundenschlag. Ach so, ein Toter, Komma, mehr als 70 Verletzte, nicht ein Toter mehr. Und wo ist der denn verunglückt? Der hat sich überschlagen. Der Auto war in Leipzig und Richtung der Rotterdam München. Sekundenschlaf. So. Also wissen Sie schon, oder wo? Ist es jetzt eine BZ? Schreiben wieder Sekundenschlaf und im Radio. Nee, stand doch wohl heute eine, gestern. Und im Radio sagen sie wieder nee, ja. Also wie gesagt. Gestern die Polizei vermutet, dass das jetzt. Polizei vermutet, ja, aber. Ist das herrlich, ey. Sehr gut geschrieben, Mann. Ja, ich denke, ich lese einen Brief von mir. Ich verfasse auch gerne mal sowas. Ein wahrer Poet. Oh, ein Schreibfehler. Hans, du musst korrigieren. Hier den grünen Klee zu loben. Heiß mit einem Fladenbrot. Es ist so geil. Reparatur Nummer 1 heute. Nummer 1 ist Licht. Ist auf alle Fälle Kabel erstmal zu ersetzen. Plus Lampe Fragezeichen. Okay. Gut, das haben wir. Also, nicht funktioniert. Zumindest bis hier. Bis dahin kommt's. Hinten kommt's nicht an. Warum auch immer. Das muss ich jetzt erstmal hier so ein bisschen eruieren, woran das liegt. Na, hier ist ja auch durchgescheuert. Also, das Kabel hier, das mache ich mal neu. Geschaut zu von da oben. Viel zu erklären gibt es aber nicht, habe ich schon oft gemacht. Gut, haben wir 1, 2, haben wir 'Quetschhülse auf. Wenn wir diese Enden hier lose rumhängen, die tun doch nur weh. Das muss nicht sein. Ja, der Mika hat mir ein Stück Kuchen mitgebracht. Ich werde ja mal verwöhnt, das ist unglaublich. Okay, ich fange an. Wichtig bei so einer improvisierten Lichtanlage, wie sie jetzt hier dran war. Sprich, diese ganzen kurzen Kabelschnipsel, die überall sind, ja. Überall Kabel, hier noch ein Kabel angestückelt, da noch mal gegen gefrickelt und so. Lasst euch das von sowas nicht irritieren. Fangt einfach an von vorne. Sprich, ihr habt hinten die Lampe. Ihr habt vorne die Lampe und den Dynamo, zieht einfach ein neues Kabel ein. Lasst euch nicht irritieren von, ach, da ist ja schon ein Anschluss und da probieren wir mal rum, das dran zu frickeln oder so.
Scheiß auf diese ganzen Minuten der Arbeitsverschwendung. Abschneiden, neues Kabel ran, fertig. Das probieren wir jetzt. Ich ziehe definitiv von hier aus, hier ist getestet, bis hierhin läuft der Strom, funktioniert einmal frei. Ziehe ein neues Kabel bis nach hinten, dann ist hier hinten der Strom. Dann testen wir die Lampe, sollte die nicht funktionieren, wird die auch ausgetauscht und das war's, fertig aus. Ja, also da mache ich mir keine Platte jetzt groß. Beziehungsweise machen wir es sogar anders. Ich schraube die Lampe runter, teste die vorne erstmal. Brauche ich gar nicht. Kann ich rausnehmen. Kann ich rausnehmen, das Teil. Schließe es hier an, drehe einmal durch. Die Lampe läuft, die funktioniert. Die funktioniert. Fertig aus. Da wollen wir ja nicht weiter rumdoktern dran. Da kommen einfach zwei neue Kabel ran, jetzt von vorne nach hinten. Und das war's. Und das war's. Und dann läuft's. Wir fangen auch hinten an jetzt damit. Moin. Moin. Herr Blö. Danke. Dürfe ich näher treten? Ja. Schweißen tust du nicht, wa? Nee, das macht in der Liberda-Straße der Zweiradwerkstatt. Ja, aber darf ich dir doch mal zeigen am Fahrrad, weil du das gerade da aufgebockt hast, wo du gebrochen hast? Ja, ja, zeig mal. Hier. Genau, hier oben zweimal, da und da, aber richtig sauber dran und hier unten. Ja. Hier unten nee, sauber nee. Durchgebrochen. Und das, weil hier eine Feder drin ist, wa? Die du weil ich schon hart machen und das macht dir keiner, weil ja hier die Kraftübertragung drauf ist. Nee, war. Das macht ja keiner. Ja. Schweißen ergibt immer eine Sollbruchstelle nochmal. Ja, ja, weil du musst ja das alte Schweißen und das wieder runter, denn der saubere Hof war und die ganze Geschichte wäre zu. So, und dann zweite Frage. Sehen, du hast die ganze Menge, was hast du auch ein gebrauchte irgendwas? Okay. Fix Fahrrad, gebrauchte. Achtung! Konnektiert ist. Jetzt probieren wir. Gleich sehen. Also, jetzt. Nochmal. Läuft also. Bitte, wo wir jetzt nur die Lampen. Lampenhülle. Die machen wir drauf. Hier oben reinhängen. Hier unten wird es reingeklippt. Ja, klippt so ja noch. Jetzt schneiden wir hier die ganzen Pinüppel ab und das war's. Schlauchwechsel. Da ist nichts mehr zu löten hier. Was soll ich denn hier machen? Schaut mal. Die Decke ist durch, ne? Von innen. Ja, schauen wir mal. Was ist da? Das ist so viel heute, so drücken, finde ich. Ja, draußen ist so richtig Dämse, wa? Mhm. Hier drin ist es kühl, draußen ist es schwül. Weil man da keinen Appetit, man mit Mittag. Ich habe jetzt gerade ein bisschen ein paar Fleisch weggebracht von Alex und mal sehen, wie man findet, so Schnitzel machen oder sonst was. Hast du Alex gesehen? Was? Nicht was. Hast du Alex gesehen? Nee. Auf den mal gesprochen hast du? Heute noch Schnee. Nee. Da geht es ja gerade erst los. Na ja, klar, aber war lustig. Hat dir gefallen, ja, Wolfgang. Wollen wir nochmal die Stimme hören hier vom Wolfgang? Dass er hier, der auch sagt, hat ihm gefallen, weil da war ich mir ja nicht so sicher erst dann bei dir. Du sahst so grimmig aus. Ich sag dir das so, wie das. Ein bisschen gerne los. Ach, nee. Irgendwas war. Hat der die Zigeuner die Tour verhagelt? Welcher Zigeuner? Na, der deine Tasche ausräumen wollte. Ich hab ja wohl so gewundert.
Ich hab ja da oben, ich bin alle so schnell unten die Treppe runter. Na ja, klar, was soll man denn da oben? Ja, ne, sag ich dir, ja, klar. Ich hab ja da gerufen, aber. Hä? Ja, du hast nicht gerufen. Ich hab überwunden. Nee. Aber hier schon um die Ecke. Ach komm. Mal. Aber jemand, der schon, ist ja nicht so schlimm, hat vergessen und ist ja nicht so schlimm. Aber wie gesagt, war wenigstens ein schöner Tag, das will ich bloß sagen. Das ist doch schön. So. Nee. Das Hinterrad ist schön jetzt, das ist neu. Hinterrad ist neu, schön, gold. Das sieht nicht gut aus, hast schon recht, das sieht nicht gut aus. Das ist nicht mehr so, gold. Nicht mehr so fit, das ist ganz schön alt schon. Und ungepflegt. Ungepflegt, ganz genau. Also, gut gefahren mit Dingen. Die Lampe ist auch nicht so. Die Lampe ist die teuerste hier dran. Ja, die Lampe kostet, glaube ich, 80 Euro. Was, die kleine Ding? Oh. Aber jetzt wisst ihr warum. Das ist die Sicht von Wolfgang. Oh. Naja, ich hab mal schön die 180 Euro. Du musst jetzt ja auch mal tauchen, ja logisch. Die ist richtig gut und das Hinterrad ist jetzt richtig gut. Hinterrad, die Lampe vorne. Ich sehe das ja schon, wenn Abend und dunkel ist. Die sind hell, war die Dinger. Wie hell die jetzt neuerdings sind. Ja, das ist so eher. Also für einer, dass hier keiner hinkommt. Na gut, das ist ja, stammt ja aus der Tür. Ach so. Da kommt der Hans. Ja? Wir haben uns gerade hingesetzt, jetzt kommt Hans. Was willst du? Was ich wähle, erstmal an dem Tag wach werden. Alter Schwede. Nächstes Mal durchbohren, ich gebe mir Mühe. Ich dachte selber gemacht. Ne, da haben wir keine Zeit für, aber ich habe eine Konditorei gemacht, richtig. Ja. Das wäre alles.
Aluminium, aber nicht, muss ja nicht sein. Nee, das darf nicht sein. Nee. Aluminium ist so richtig. Das muss steil sein, da bist du. Ja, ja, ist halt ist Mahlzeit. Wie geht's? Wie ist Bruder? Ja? Seid ihr Brüder? Seid ihr Brüder? Ja. Haben wir gerade. Yes, man. Oh. Okay, 2008, keine Ahnung. Ich gerade so aussehe, wie ich aussehe, oder warum? Du siehst halt immer so aus, wie du aussiehst, was kein Knopf für. Das ist gerade ein Ausnahmezustand. Leider? Das ist ja kein Ausnahmezustand mehr bei uns, Mann. Also ich nicht. Nummer 4. Die anderen sind die Ausnahmen. Das sind auch die anderen Zustände. Ich nehme hier erstmal so einen Zug. Ja? Oh, hallo. Hallo. Mein Vater fordert es irgendwie, dem Reifen ist kaputt, so kannst du das nehmen? Ja, bei dem was? Okay, kurz mal raus hier. Achtung, Achtung, Sie spielen in meinem Film mit. Ja, ja, genau. Ja, also super, dann will ich mich richtig ausfedern, fächern meinen ganzen Charme hier. Ich hoffe, man sieht ihn, aber vielleicht die. Der fächert um dich rum. Ja, ja, genau. Ja, Puppet Masters represent, you know the team. Yeah, I never been before. Yeah, coming to your back door, huh? Yeah, scientifically speaking, put my fucking beak in a honey pot of yours, honey pot of mine, it's all make it shine, yeah, brother, ooh. Hey. I'm out. Ich hab schon beim ersten Wort nicht mehr gewusst, worum es geht. Ja, ja, das ist der Sinn der Sache. Genau. Kryptisch so. Koptisch. Koptisch. So ein bisschen ja, okay, hey, yo! Spielzeug sehe ich hier. Ja, der hat die Kiste vorher. Schau mal. Willst du jetzt verkäuflich erwerben? Achsenspaß. Was ist denn hier los? Darmtreff ist hier. Was darf es sein? Ich suche nach einem super, super Fahrradschloss. Schloss? 100 Euro? Ja, hat er auch. Hat er auch? Er hat auch super, duper Fahrräder. Ah, Fahrrad habe ich noch. Hast du noch? Noch? Wie kannst du das schnell rausnehmen und regeln? Sehr. So, ich muss mal nachdenken. Ich kenne die Küche nicht mehr. Nee, das stimmt. So, Schuhe haben wir immer noch an. Ich mit meinem Hals, ne? Ich trinke kein Bier oder so. Keine Angst. Amulette! Und deswegen, weil, ne, aus der Zwiebelfamilie. Echt? Gut, dann weiß ich, dass ich die Variante jetzt öfter mache. Sechs zu einer Masse. Es ist interessant. Wir lernen ja jeden Tag dazu. With these smart tools over there. Ah, okay. I didn't know that one. I'm learning. That's the wrong side. Use the other one. This one? Yes. Aber ich muss mal ganz kurz noch einen Schlauchwechsel machen. Ja.
Gute Nacht. Mann, heute war ja was los, ey. Habe ich überhaupt was Brauchbares aufgenommen? Ich weiß es ja nicht. Also, wir sehen uns morgen auf alle Fälle wieder. Macht es gut. Abonniert. Liked, wenn es euch gefallen hat. Sagt weiter, wenn es ihr irgendjemanden kennt, den das ganze Programm, was wir hier anbieten, gefällt. Ansonsten, wir sehen uns halt morgen. Also bis dann. Ciao.